RBB Radio Podcast Spezial. Alles über Corona und die Folgen. Und wir alle werden unsere Freunde deutlich weniger sehen in den kommenden Wochen. So viel ist klar. Die eigenen vier Wände dafür deutlich häufiger. In BB-Land gilt ja seit Mitternacht ein Kontaktverbot. Das heißt, rausgehen wirklich nur noch, wenn es absolut nötig ist. Treffen dürfen wir nur noch maximal einen Freund oder die Familie. Egal jetzt, ob drin oder eben draußen. Ne? Das sind echt harte Regeln, klar. Aber unabdingbar und sowas von nötig. In Berlin und Brandenburg auch. Warum? Das hat unser Landeschef persönlich erklärt, Ministerpräsident Dietmar Woidke. Liebe Hörerinnen und Hörer von BB Radio, liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger. Wir haben mit der Landesregierung weitere einschneidende Maßnahmen für unser Land beschlossen, die wir getroffen haben in Übereinstimmung mit der Bundesregierung und den anderen Bundesländern. Wir halten diese Maßnahmen für notwendig, auch wenn sie unser aller Bewegungsspielraum, unsere aller Freiheiten weiter einschränken. Sie sind notwendig, um Menschen zu schützen. Sie sind notwendig, um Menschenleben zu retten. Und deswegen bitte ich Sie alle, in Ihrem Verhalten das zu befolgen, was in Brandenburg in hervorragender Art und Weise schon in den letzten Tagen passiert ist, Ihr eigenes Verhalten so zu gestalten, dass Sie möglichst keine anderen Menschen gefährden, das heißt anderen Menschen nicht zu nahe kommen, und dass Sie uns unterstützen bei den Maßnahmen, die wir durchsetzen, um Sie alle zu schützen. Und ich weiß, jeden Einzelnen uns hier geht es ganz genauso, mir persönlich geht es ganz genauso. Bedeutet das alles, dass das normale Leben in der von uns gewohnten und geliebten Art und Weise nicht mehr stattfinden kann? Auf der anderen Seite ist es so, dass ein tödliches Virus hier auch bei uns im Land Brandenburg unterwegs ist und dieses Virus sich unwahrscheinlich schnell verbreitet. Und wir alle können dazu beitragen, die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wenn nicht sogar zu stoppen. Und deswegen herzlichen Dank an alle, die Maßnahmen unterstützt haben. Herzlichen Dank an alle, die ihr Verhalten grundlegend geändert haben, schon in den letzten Tagen und Wochen. Und herzlichen Dank vor allen Dingen an die, die es möglich machen, dass wir in diesem Land uns weiter auf funktionierende Einrichtungen, wie zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel, aber auch besonders gefragt heute das Gesundheitssystem, verlassen können. Behalten Sie alle Ihr großes Herz, haken Sie sich im Geiste unter, stehen Sie einander bei, auch in diesen schwierigen Zeiten. Wir Brandenburger werden auch diese schwierige Zeit gemeinsam überstehen. Davon bin ich fest überzeugt. Tja, das gilt natürlich für Berlin genauso wie für Brandenburg. Wir sind eine Region und wir rücken natürlich zusammen, vor allem in so schwierigen Zeiten. Die komplette Ansprache von Ministerpräsident Dietmar Woidke findet ihr als Video auf Instagram und Facebook, wie immer unter BB Radio Official. Wir wissen ja und haben es mitbekommen, ein Impfstoff soll frühestens im Herbst kommen, ne?